ich bin müde. Ich bin so müde, ich bin total kaputt. Das ist wie ich, oh Gott, zweite Sendung. Ich fühle mich schon wieder wie mitten in der Staffel. Das ist wirklich unfassbar. Ach so, wir sind schon drauf. Hey! Oh, herzlich willkommen zum Urteil. Ich bin ganz schön gerädert. Sorry, dass ich so ein bisschen zottelig aussehe und... Ja, das Studio, aber dem Studio geht's nicht anders. Studio ist auch also wirklich im Arsch, alles fällt ab, alles kaputt und so. Ja, so ist das. Das ist, wir sind nicht mehr die Jüngsten, wir sind jetzt in unserem fünften Jahr und entsprechend, es fällt auch einigen Leuten auf, zum Beispiel hier, Andy MC MX CIX, Böhmi altert in der Sommerpause, immer um 5 Jahre, meine Meinung. Ja, das stimmt, ich bin wesentlich älter geworden, nicht nur das, auch wirklich fett geworden, wie immer fett, fett, fett. Der Pullover, das war mal ein richtiges Schlabbershirt, jetzt ist das hauleng. Fast keine schlechten Gags im Stand-up, schreibt Baked Toaster. Ist Jan Böhmermann krank? Das ist der Vorteil. Je älter man wird, desto besser wird man. Man sieht halt beschissen aus von außen, aber innerlich mega gut. Fand ich auch super Stand-up letzte Woche. Also wirklich Kompliment an mich selber. Kann man ruhig auch mal sagen. Böhmi, gut gemacht. Ah, das holt mich wieder runter. Niki Kindl schreibt, alles, wirklich alles an dieser Folge war absolut beschissen. Aber trotzdem bis zum Ende geguckt. Böhmibär, @dstvdal. Eigentlich dürfte ich diesen Kommentar gar nicht vorlesen, weil allein schon der Handelname mich anekelt. Böhmibär. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, aber ich liebe es, wenn Jan eine Augenbraue hochzieht und wenn er lächelt. Scheiß Kommentar. Fisch auf Stelzen. Das Neo-Magazin kann vieles. Aber bei der Auswahl der Musik-Acts sollten Sie nochmal Nachhilfe nehmen. Marvi Phoenix war letzte Woche zu Gast und auf Marvi Phoenix lassen wir nichts kommen. Und wer was an unseren Musik-Acts auszusetzen hat, der kann sich mit unserer Musikredaktion im Faustkampf auseinandersetzen. Wir machen die ganz Kleinen groß und die ganz Großen wieder klein. Das ist der Auftrag vom Neo-Magazin Royal. Magnetbilderchen an der großen Stellwand hin und her schieben. Klaut Jan Böhmermann jetzt schon bei der Anstalt. Tatsächlich, vielen Dank, Kompensationssprengel, haben wir die Magnettafel von der Anstalt geklaut. Punkt. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade hier öffentlich im Internet einer Straftat bekannt. Hoffentlich kommt nicht die Polizei. Falls die Polizei mich sucht, mein Name ist Oliver Welke. Und ich wohne am Freitagabend 22. Aim-Training, musst dir da leider recht geben. Anscheinend besteht der Witz einzig und allein darin, dass hier über Delfine gesprochen wird wie über Menschen. Vielleicht auf dem Reißbrett ganz lustig, aber von der Umsetzung weder unterhaltsam noch amüsant. Schade, bin da Besseres vom Neo-Magazin Royal gewohnt. Ganz ehrlich mal, ganz kurz, wann habt ihr jemals was Besseres im Neo-Magazin Royal gesehen? Bitte kommentieren unter Hashtag das Urteil. Ich fand, der Delfin-Beitrag war mit Abstand die Krone der Schöpfung. Achso, vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Heike Makatsch-Geschichte. Ist das mit Olli Schulz jetzt ein Witz oder wie? Ich meine, was ist so besonders daran, Heike Makatsch zu kennen? Ich weiß nicht mal, wer die gute Frau ist. Daran merkt man, wie die Zeit voranschreitet. Die Menschen wissen nicht mehr, wer Heike Makatsch ist, die bei uns bei YouTube kommentieren. Was aber vielleicht auch an den Leuten liegt, die bei YouTube kommentieren. Und diese Geschichte mit Heike Makatsch, ich habe das auch mit Olli besprochen. Beziehungsweise Olli hat mir das erzählt, die beiden kennen sich. Ich habe das aber vergessen, dass die beiden sich kennen und war mir unsicher, ob das stimmt. Und deswegen wollte ich in der Sendung nicht so tun, als würden Heike und Olli sich gut kennen. Im Nachhinein stellte sich aber raus, sie kennen sich gut. Puh, kompliziert. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Kennen sich Olli und Heike? Ich sehe in dein Herz. Kennen sich Heike und Olli? Sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten. Fragen wir mal Jo Gerner. Und kommen wir nun zum Urteil der Sendung vergangene Woche. Fantastischer Gast, Marvi Phoenix. 7 von 7 möglichen Autotune-Boxen. Super gut. Heike Makatsch, Top-Gast, Spitzengast. Dann Stand-Up, gigantisch gut. Ralf als Ralf Flauscheier. Julia Becker, die Delft, die Tierkritik. Dr. Margot Doktor, neue Figur, einfach mal so rausgehauen. Top-Sendung, 7 Michelin-Sterne und 3 Kochmützen im Gourmet-Jo, mindestens. Morgen Heinz Strunk. Ja, und was morgen in der Sendung passiert, lasst euch überraschen. Aber, wie immer der alte Satz, wenn man was aus dem Ärmel schütteln möchte,
muss man vorher was in den Ärmel reintun. Und ich kann euch versprechen, unsere Ärmel sind so druckbetankt mit geilem Content. So, ich hau mich jetzt noch ein bisschen hin, weil ich bin wirklich wahnsinnig müde. Der Rücken zwickt auch so ein bisschen. Und Mama? Vielleicht gehen wir bei Mama raus. Ich glaube, es reicht als Schlussgag. Bis morgen.